Hallo, ich bin der Felix und heute erzähle ich euch, wie kann man Anfängerfehler beim Rennrad vermeiden. Also angefangen habe ich mit 13, 14 Jahren Rennrad zu fahren. Erste Rennen waren mit 14. Das war noch immer nichts. Jeder hat Anfängerprobleme. Ich habe auch gehabt. Nachher war immer besser. Immer besser war ich in der Nationalmannschaft. Jetzt fahre ich schon seit über 50 Jahren Rennrad, also Erfahrung habe ich genug. Aber was sind jetzt die Fehler, die viele Rennradanfänger machen? Also erstes, wenn man Rennrad kauft, dann will man mit dem Rennrad loslegen. Und dann fahren die Leute viel, viel zu schnell. Letztens habe ich einen Kollegen getroffen oder einen Bekannten, der hat sich Rennrad zugelegt und so berghoch gesaust, dass bis umfallen. Und da hat er Pausen gemacht, das heißt, er ist vom Fahrrad runtergegangen, ausgeruht und weiter gefahren berghoch. Das hat keinen Sinn. Das ist schädlich für die Gesundheit und das ist kein Training. Training macht man so, dass das Training geplant ist. Das heißt, wir planen heute fahren 20, 30 Kilometer, 50 Kilometer mit Schnitt 30. Was passiert? Die Leute kommen in eine Gruppe und fahren gleich ein Rennen. Erste paar Kilometer fahren die 30, geplant war 30. Nach erster Kurve sind schon 32, nächste Kurve sind 35 und dann geht es los bis 40. Nach 15, 20 Kilometer ist schon dunkel. Nach 20, 25 Kilometer wird schon problematisch, denn hat man nicht so Koordination, kann man sich nicht zusammenreißen und dann passieren erste Unfälle. Das heißt, übersieht man oder verschätzt man sich mit Bremsen. Da steht ein Auto an der rechten Seite, da knallt man da rein oder fährt man im Hinterrad dem Kollegen, der vorne fährt. Das sind die Fehler, die jetzt gleich als Anfänger fast jeder macht. Und die soll man im Auge behalten, dass man die so schnell wie es möglich ist abstellt. Der zweite Fehler ist wieder Essen. Wir sollen vom Training irgendwas essen. Das heißt, entweder eine Banane, Frühstück essen, oder Nudeln, Reis und so weiter. Wir können ohne Essen, wir müssen Energie haben. Und das Essen soll sein ungefähr so eine halbe Stunde, 2 Stunden vom Training. Sonst kommen wir in Muskel, haben wir so viel Energie, die langt uns für 1 Stunde. Nach 1 Stunde sind wir platt und dann haben wir ein Problem, heimzukommen. Also mit Rennrad ist man wesentlich schneller als mit Mountainbike und mit Trekkingrad. Deswegen sollte man ein bisschen üben, dass man in eine Kurve reinkommt, mit Bremsen und so weiter. Das ist da sehr, sehr wichtig. Sonst sind wir immer verwickelt in irgendwelche Stürze. Und die sind sehr unangenehm, die kosten Geld, wenn man Klamotten zerreißt oder Fahrrad kaputt ist. Der nächste Punkt ist Bekleidung. Also Bekleidung ist sehr wichtig aus diesem Grund, dass wir außer dieser Energie, was wir in Bewegung vom Rennrad rein packen müssen, müssen wir auch unseren Körper beheizen, also warm halten. Und deswegen, wenn draußen da 15 Grad ist und heutzutage kann man haargenau da die Wettervorhersage abfragen, abschauen, was für Wetter da kommt, ist immer besser, wenn man ein bisschen mehr Klamotten hat als zu wenig. Also zu wenig kostet uns viel Energie, den Körper warm zu halten. Denn haben wir keine Energie, das Rennrad zu bewegen. Wie soll das aussehen? Wenn es draußen 10 Grad bis 15 sind, dann sollen wir
Schwitz. Unterhemden haben, Trikot, Jacke mit langen Armen und Windjacke. Warum, weshalb? Wenn wir so viel Klamotten auf sich darauf ziehen, viele sagen, ich sehe aus wie ein Bär. Wenn wir zu viel haben, kann man immer unterwegs was ausziehen und in eine Tasche reinstecken hinten oder vorne unter Trikot, passiert überhaupt nichts. Aber wenn wir keine Klamotten haben und es kalt, dann können wir nichts machen. Deswegen ist Anziehen immer so viel, wie es möglich ist, zum entsprechenden Temperatur draußen. Also viele Leute kommen aus dem Bereich, wo die Trekkingrad gefahren haben oder Kinderrad gefahren haben, und da war beim Fahrrad überhaupt nichts, war nur Fahrrad und der auf dem Fahrrad. Jetzt beim Rennrad ist es so, dass wir längere Strecken abfahren und sind wir von zu Hause weg 20, 50 Kilometer. Und wenn da was passiert, dann kann nicht geschwind jemand kommen und das da Hilfe leisten. Deswegen sollen wir unbedingt mitnehmen, Ersatzschlauch, Pumpe. Zum Rennradfahrer gehört auch Tacho. Was soll der Tacho können? Der Tacho muss ausgestattet sein mit aktueller Geschwindigkeit. Wie viele Kilometer bin ich gefahren heute? Und ist sehr gut, wenn er Puls messen kann und Kadenz. Was ist Kadenz? Kadenz ist Kurbelumdrehung in einer Minute. Die Kadenz wieder sollte sein in etwa 90. Wenn jemand 70 wird, ist zu wenig. Warum ist das so? Wenn wir schnelle Bewegung haben, brauchen wir weniger Energie. Wenn wir harte Umsetzung haben, fahren wir 70, unter 70. Denn ist das sehr schwer und verbrauchen wir sehr viel Energie. Das ist eins. Zweitens, wenn wir jetzt Umdrehung haben um die 90 bis 100 und wir fahren dann, die Kette ist dann irgendwo hinten in der Mitte, also 18, 17 Zähne, und wir schalten runter und fahren die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Kadenz, dann fahren wir automatisch um 5 Kilometer schneller. Also 35 sind wir gefahren, fahren wir auf einmal 40. Und das macht uns im Grunde genommen im Sport nicht viel aus. Aber wir können ihn noch eine Ritze runterschalten und fahren wir noch immer die 5 Kilometer mehr, sind wir schon bei 45. Wenn jemand jetzt da die Kette schon ganz unten hat und der fährt 35, der kann nicht dem Sput machen von 35 bis 40. Das kann er vielleicht noch, aber über 40 geht nicht mehr. Und dann hat derjenige, der die größte Kadenz hat, sehr großen Vorteil. Und das muss man sich von vorne an aneignen, dass man sich erstmal quält mit der großen Kadenz. Also die Beine laufen so wie eine Nähmaschine. Und dann ist gut, wenn wir da uns quälen, ist nicht gut. Und das kann man alles im Training, aber das muss geplant werden und umgesetzt werden. Zwischen Planung und Umsetzung ist vielleicht noch mehr. Jetzt habe ich euch das alles erklärt, wie das geht mit der Planung. Und das ist für euch jetzt überlassen, wie ihr das umsetzt. Wenn ihr das so umsetzt, dass das auch ausgeübt wird, was geplant wird, dann habt ihr auch Erfolg. Wir haben euch ein paar hilfreiche Links in der Videobeschreibung gebracht. Weitere Videos gibt es hier, abonnieren hier. Das war's für heute. Tschüss.